Ich mache erstmal so eine kurze Begrüßung. Das machen wir einfach so. Mitten auf der Straße. Und genau. Hallo liebe Zuschauer, hier ist Dani. Hier ist Danica. Hallo Danica. Hallo Kamerakind. Wir müssen nochmal anfangen. Ein Teil meiner Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Einrichtung des Eve Watergate. Watergate? Einem der Fahrer von Hoopala. Das hält doch nicht. Das funktioniert heute wirklich gut zueinander. Das ist jetzt so ein Summpiepen. Was zur Hölle ist das? Bla, bla. Erzähl doch noch 5 Stunden drumrum. Nein, Nino, nervt mich nicht mit sowas. Der Gruß ist mit den Füßen, nicht mit den Händen. Ich habe so meine Prinzipien. Kamera muss man schon auf Aufnahme stellen, wenn man ein Video drehen will. Ja, dann sei. Schwestern, wie ich die beiden getauft habe. Tatsächlich. Das ist immer ein Hör Drama. Einfach auf jetzt. Automatisch so eingestellt. Scheiß Verbrenner hier im Hintergrund. Dezente LED-Leiche. Nino ist nicht so gut drauf heute. Ich kann es nicht. Aber Bock zu baggern hätte ich ja schon mal. Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino. Quatsch. Ich bin auch da. Kann man da deutlich weniger Frust. Das war nicht so gut. Nee, ne? Das war richtig scheiße. Jetzt fängt an, Danica zu thermomixen. 2017. Jetzt ist mein Arm lahm. Ja, die sind schwarz, aber schwarz ist nicht so aggressiv wie blau. Deswegen funktioniert das schon seit 8 Jahren. Ja, echt? Ach so. Harley-Fahrer, ihr nervt. Jetzt müssen wir schnell weg hier. Ihr habt dann Tippel schon jetzt in die Linse. Ich habe nicht so viel Zeit. Versickerungsteich, der neben den... Nee, du musst den Daumen hoch, mal nicht runter. Wenn das Auto bei 50, bei 40, Quatsch. Wir können es auch noch ein drittes Mal machen, ganz knapp. Okay. Ja, 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 ja. Bin ich scharf gestellt? Ja, du bist schärfer als ich. Okay, das war jetzt ein bisschen flach, ne? Ich gucke da rein, weil ich schon mal natürlich zum Zuschauer spreche. Früher hast du dir nicht so einen Kopf gemacht. Ja, ich will jetzt dich auch gut dastehen lassen. Das ist wirklich nett. Mit dabei ist der Uwe Schad vom T&E-Magazin, der gleich hier durchs Machen Interview... Machen wir nochmal, würde ich sagen, weil der Uwe Schad ist... Habe ich Uwe gesagt? Oh. Nee, du kannst nicht. Ich brauche mehr Weitwinkel. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Entschuldigung. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, könnte man sagen. Oh, scheiße, müsste gerade die Belichtung stimmt nicht. Okay, er ist noch früh. Machst du es mir heute nicht leicht? Wird das wirklich filmen? Ja, natürlich. Gut, das ist der helle Sonnenschein. Aber du hast ja schon so einen Stativarm, der ist doch. Ja, das Training. Oh, jetzt fällt mir der Arm ab. Wollen wir mal sehen, wie das Fahrwerk reagiert. Oh. Und dann fange ich an zu zittern. So weit sind wir noch nicht, ne? Genau. Ich will Blut, alle nur einmal, Blut fließen sehen. Habt ihr schon mal so jemanden gesehen, der seine Tesla Powerwall umarmt? Das stimmt gar nicht, habe ich gesagt. Also quasi so, ja? Entweder beim Essen ästhetisch noch sonst was. Wer weiß, vielleicht hast du Fanpost noch. Ja. Kaffee trinken. Wo ist das Essen? So, jetzt bricht mir bald der Arm ab. Okay. Alles so. Sah voll scheiße aus. Elektroautofahrer sind eitel. Ey, das fühlst du jetzt nicht, ne? Hallo liebe Zuschauer, hier sind Danica und Nino vom Danzai-Blog. Hallo, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Es ist mal wieder soweit. Das Jahr ist vorbei. 2020 haben wir hinter uns gebracht. Ihr habt jetzt gerade gesehen, was uns so im letzten Jahr bewegt hat. Aus jedem Video habe ich eine kurze Sequenz rausgeschnitten.
Es waren 75 Videos wieder, genauso viel wie das Jahr davor. Also weniger, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten oder ich mir vorgenommen hatte. Eigentlich wollte ich ja endlich mal auf wirklich nachhaltig 2 Videos pro Woche es schaffen. Das hat wieder nicht geklappt. Das hat aber auch Gründe und war auch gut so. Da kommen wir aber später zu. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Zusammenschnitt der lustigsten Szenen gefallen. Ich nutze die Gelegenheit ja immer so ein bisschen Outtakes und so zu verwerten, die ich über das Jahr dann so sammle. Und finde das selber eigentlich immer ganz amüsant. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt doch mal in den Kommentaren, ob euch sowas gefällt oder ob ich das nächstes Jahr lieber weglassen soll. Ich hoffe nicht. Nicht weglassen, ich finde das witzig. Ja, ich auch. Aber sonst mache ich das nur für uns. Ist ja, ja auch okay. Egal. Ja, 2020 ist vorbei und das Jahr war wirklich beschissen, muss man sagen. Nicht nur, ne? Ja. Also da können wir ja gleich mal in Ruhe drüber reden oder willst du ja jetzt schon drüber reden? Nee, das machen wir gleich, weil wir sind ja gerade auf dem Weg. Wohin? Wir fahren tanken. Genau, wir fahren tanken. Tatsächlich. Nach 3 Jahren, wo wir das Elektroauto, den Tesla, das Tesla Model S jetzt haben, in dem wir sitzen, und davor fast 5 Jahre Renault Zoe, auch rein elektrisch, fahren wir jetzt das erste Mal wieder tanken. Ach du Heiliger. Was für eine Erfahrung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wie so eine Tankstelle aussieht von innen. Genau. Wie das so ist, wenn man irgendwo rumläuft, wo Öl auf dem Boden liegt, Öllachen und so weiter. Ich hab weiße Schuhe an. Wo es stinkt und wo es irgendwie in der Regel relativ hässlich ist. Naja, komm. Ja, gut, Tankstellen. Tankstellen sind für mich auch schon manchmal ganz gut, weil die haben Toiletten und ich kriege da Kaffee und so. Es ist jetzt nicht alles so ganz schlimm. Ja, man muss ja sagen, Ladeparks und Tankstellen erfüllen zwar den gleichen Zweck, sind aber in aller Regel doch deutlich unterschiedlich in ihrer Attraktivität. Ich glaube, wir sind auch einfach ein bisschen verwöhnt, ne? Ja, das stimmt. Also ich weiß ja gar nicht, ob so viele Ladeparks so viel schöner sind. Wir haben halt den schönsten um die Ecke. Das stimmt. Den schönsten, den wir kennen zumindest. Ja, sag ich ja. Wenn ihr einen Ladepark kennt, der schöner ist und cooler ist als der Ladepark Kreuzhilden, der Seat & Greet Ladepark von Roland Schüren, dann schreibt das doch mal bitte in den Kommentaren. Wir fahren den besuchen. Was, wen? Ja, den Ladepark, den ihr da reinschreibt, der schönste ist. Ja, ja, klar, natürlich, das werden wir dann verifizieren. Das ist auf jeden Fall so. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, hier gibt es nämlich einen neuen Blitzer wegen CO2, Feinstaub, Stickoxide. Ja, aber du fährst ja nicht zu schnell, dann macht dir ja der Blitzer nichts aus. Richtig, ich fahre nicht zu schnell, ich muss nur darauf achten, dass ich nicht zu schnell fahre. Ist ja nicht so einfach, vloggen und Autofahren. Der vor uns ist nämlich gerade geblitzt worden. Echt? Ja. Ha! Oh nein, ja, fahren wir 43 nicht, sondern 40, ja, Schatz. Ja, hast du recht? Okay, wir haben es geschafft, wir sind nicht geblitzt worden. Der vor uns ist geblitzt worden, aber der war auch nicht so schnell, der war vielleicht... Weiß ich nicht. Alter, wahrscheinlich war der 46. Alter Raser mit 6 km/h zu viel. Ja, der war nicht schnell. Oh, jetzt kommt ja unser Einsatzwagen mit Blaulicht entgegen und Leute hier auf der Straße rumlaufen. Was ist denn hier los? Mein Gott, das Jahr 21 fängt echt gut an. Fällt euch das auch so schwer, dass ihr mit der neuen Jahreszahl immer euch anfreunden müsst, dass das nicht so direkt klappt? Also ich werde mich wahrscheinlich im Januar wieder komplett ständig verschreiben. Echt? Ja, das passiert mir eigentlich jedes Jahr, dass ich da echt eine lange Leitung habe. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir fahren tanken und es ging um Ladeparks. Genau. Wir sind natürlich verwöhnt. Wir haben ja sozusagen den Palast, den Majestätspalast des Kaisers. Erstmal Bundeskanzler, dann reden wir über Kaiser. Ja, im Sinne der Ladeparks, direkt vor der Haustür sozusagen mit dem Seat & Greet. Das ist schon nicht so einfach zu übertreffen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Warum fahren wir denn dahin? Weil man mit einem Tesla oder generell mit einem Elektroauto an diesem Ladepark tanken kann. Also wenn man mal diesen Begriff tanken dann doch nochmal bemüht, weil es ja eine Tankstelle ist und kein Ladepark. Ein Tankstellenpark, könnte man sagen. Nee, ist auch aber falsch. Warum Park? Ladestellenpark. Das ist halt einfach eine Tankstelle, die haben eine Ladestation dahingestellt. Ja, Tankstelle ist ja falsch und warum Ladestelle falsch? Klingt auch blöd. Was ist der beste, also Ladepark ist der beste Name, oder? Fällt dir was Besseres ein? Wie sollte man Tankstellen der Zukunft sonst nennen? Ja, aber warum was denn machen Tankstellen? Wir denn? Wir tanken Strom, das ist doch okay. Was soll man denn jetzt was Neues? Ja, bei Elektroautos tankst du nicht. Warum? Tanken, tanken erzwingt ja, in meiner Wahrnehmung, eine Zunahme von Flüssigkeit. Wir nehmen ja nichts Flüssiges zu uns. Also wir schon, aber das Auto nicht. Das ist müßig. Das ist müßig, das stimmt. Auf jeden Fall, Ladepark, Tankstelle, wo wir jetzt hinfahren, ist eine Mischung. Und zwar etwas, was schon länger durch die Medien geistert, wo viele von euch mich gebeten haben, Nino, fahr doch mal dahin und zeig mal, wie das da aussieht.
Und das machen wir jetzt, deswegen sind wir unterwegs. Hier am 01.01.2021, das erste Video des Jahres. Und dann zeigen wir euch mal, wie das da aussieht, wenn eine Aral-Tankstelle, um mal das Kind beim Namen zu nennen, plötzlich ein Ladepark werden möchte, zumindest ein kleiner. Was das bedeutet und wie das dann aussieht und was das vor allen Dingen für das Jahr 2021 bedeutet, das ist das, worauf ich hinaus will am Ende. Da sprechen wir dann jetzt mal drüber. Wir sind da und das erste Enttäuschende ist natürlich direkt, dass eine offensichtlich kaputt ist, die eigentlich schon mal funktioniert hat. Die ist nämlich abgedeckt. Aber gut, das ist auch nichts Neues in der E-Mobilität, dass Ladestationen schon mal nicht funktionieren. Allerdings eine Katastrophe, ne? Ja, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Sagen wir mal so, kein guter Start. Jetzt schauen wir uns das mal im Detail hier an. Vor allen Dingen gucken wir mal, ob ich hier überhaupt laden kann. Denn ich habe ja einen schnöden Tesla, muss man sagen. Schnöder Tesla heißt, wir haben hier nur einen Typ-2-Anschluss. Wenn ich den aufmache, kleiner Stecker für die Laien unter euch. Ja, ich sehe schon, geht nicht. Kein Typ 2 hier. Hier ist ein monsterschweres Kabel. Typ 2 CCS, nicht Typ 2. Das heißt, oh mein Gott, das soll eine Jungfrau bedienen können hier. Ja, Shademo gibt es ja auch noch. Das heißt, das sind die zwei Schnellladestandards, die es halt so gibt. Die typischen zumindest, derer sich die Automobilindustrie verschrien hat. Also der CCS-Standard zumindest. Shademo ist im Grunde genommen tot. Ja, und jetzt sehen wir hier direkt. Ich blockiere jetzt hier eine Ladestation, aber es war kein anderer da. Eine Ladestation, zwei Ladestationen mitten an einer Aral-Tankstelle. Wenn ihr das mal seht, gehe ich mal ein Stückchen weg. Das heißt, da hinten seht ihr normale Zapfsäulen, wo normale Autos sich dran aufhalten. Und zwar sehe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Plätze für Verbrenner und 4 Plätze für Elektroautos, was ja schon mal ein gutes Verhältnis ist, oder? Was sagst du, Schatz? Wie findest du das? Hervorragend. Mein Herz berührt es nicht so tief. Nee. Ich aber ich freue mich halt tatsächlich über diese Tankstelle, denn sie bedeutet ja, dass offensichtlich das Jahr der E-Mobilität ist, also das Jahrzehnt, um genau zu sein, aber präzise habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, ich glaube, dass 21 das große Jahr der E-Mobilität wird, wo wir wirklich den großen Durchbruch erleben. Das zeigen ja die Zulassungszahlen auch. Aktuell liegen wir bei 10% der Neuzulassungen rein elektrisch. Das gab natürlich eine krasse Förderung im letzten Jahr. Ja, das ist richtig, aber das brauchen wir halt, ne, für den Anlauf. Und das ist ja auch sehr sinnvoll. Aber das ist das Jahr der E-Mobilität und wenn man das nicht daran erkennt, an solchen Dingen, dass eine Tankstelle Verbrenner-Zapfsäulen abbaut und Elektroauto-Zapfsäulen hinstellt. Genau, das muss man dazu sagen, das hast du eben nicht erwähnt. Hier waren früher Zapfsäulen, die sind abgebaut worden und es sind Ladestationen hingebaut worden. Und das, finde ich, ist schon ein Schritt. Ja. Wenn es zusätzlich geworden wäre die eine Sache, aber so, finde ich, ist das schon eine Aussage. Ja, ich wollte es nur mal gerade zeigen, das ist hier wirklich unterm Dach des typischen Tankstellen-Carports, um das mal so zu bezeichnen. Ist hier also voll integriert und da hinten ist auch dann ein Shop, ein Rewe to go sogar. Also ja, es ist eine echte Elektroautotankstelle, so muss man sagen. Ne? Das ist kein Ladepark, sondern Elektroautotankstelle. Sag ich mal eben. Ja, du hast mich überzeugt. Du hast mich überzeugt. Und jetzt gucken wir uns mal ein wenig näher an. Da steht nämlich tatsächlich ein Elektroauto und lädt. Jetzt haben wir hier auch noch das Glück, dass wir jemanden hier treffen, der hier an der Ladestation hängt. Ich kann ja nicht laden mit dem Tesla, weil wir einen falschen Anschluss haben. Kurze Frage an Sie. Sie fahren jetzt ein VW e ab. Wie lange schon? Ja, seit 2 Monaten. 2 Monate, das ist noch nicht so lange. Ja. Und sind Sie darauf angewiesen, an öffentlicher Infrastruktur zu laden oder können Sie auch zu Hause laden? Im Moment bin ich darauf angewiesen, ja. Ja, okay. Ja. Das heißt keine Garage oder so zu Hause? Ich habe doch eine Garage, aber die Infrastruktur ist bei mir noch nicht gegeben. Ja. Das heißt, die Wallbox ist über die, weil wir kommen ja aus Wettmann, das heißt Velbert. Mhm. Die Wallbox ist, muss über die Stadtwerke Velbert und über die Verwaltung muss die beantragt werden. Okay. Und das ist eigentlich das, also meines, mit meiner Erfahrung, das größte Manko bei uns, dass die Infrastruktur privat nicht wirklich funktioniert. Ja. Dass die Wege auch sehr, sehr lang sind. Das heißt, ich bin im Moment darauf angewiesen, unterwegs zu laden. Ja, okay. Wie viele Kilometer haben Sie jetzt schon gefahren? Ich bin jetzt schon in der kurzen Zeit 3000 Kilometer gefahren. Okay, ja, das ist schon eine Menge. Ja. Und immer öffentlich geladen. Ja, oder zum Beispiel beim Einkaufen, weil es gibt ja hier zum Beispiel der Lidl auf der Lebegesser Straße. Ja. Und das heißt, Sie können
viel auch beim Einkaufen laden, mhm. wenn es frei ist. Mhm. Und ansonsten, also die Station hier, die ist ja relativ neu. Ja. Und das ist ja auch eine der modernsten hier im Umfeld ja. von Mettmann oder Wuppertal. Ja. Und ich lade aber auch bei mir in der Firma. Ah, also okay, das geht auch. Aber man fährt nicht mehr so viel. Also ja. pandemiebedingt arbeitet man meistens von zu Hause. Ja. Das war auch der Grund, warum ich mir ein Elektroauto zugelegt habe. Okay, das heißt, das ist ja. Ihr Hauptelektroauto, also Auto oder haben Sie einen Zweitwagen? Wir haben noch einen Zweitwagen. Okay, und den benutzen Sie aber jetzt vornehmlich oder den anderen? Wir benutzen den vornehmlich. Okay, das heißt, der andere, der Verbrenner der wahrscheinlich? Der Verbrenner steht rum. Das höre ich natürlich besonders gerne, wenn ein Verbrenner nicht das Erstauto ist, das Elektroauto ist das Zweitauto, sondern das andersrum ist. Das ist nämlich gar nicht so oft. Oder es entwickelt sich bei manchen halt dann irgendwann, dass es so kommt. Wie empfinden Sie denn jetzt eine Ladestation an einer klassischen Tankstelle? Genial. Ich finde das Konzept genial, weil der Vorteil ist auch, wenn im Winter jetzt, wenn es regnet oder wenn es schneit, Sie sind im Trockenen, das ist ja auch wirklich schick gemacht. Ja. Sie können sich hier vorne einen Kaffee kaufen, können sich hier reinsetzen, können was trinken, essen und es ist ja eine Schnellladestation, die kann ja bis zu 300 kW. Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt wirklich mit einem Porsche Taycan hier hinfahren würden, der lädt ja glaube ich 270 kW, dann sind Sie hier in ein paar Minuten wieder weg. Ja, sehr gut. Ja, ich finde das auch sehr, sehr gut. Das ist halt total wichtig für Leute, die eben, jetzt können sie nur noch nicht zu Hause laden, aber viele können ja gar nicht zu Hause laden, weil sie keine Garage haben. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das ein Modell der Zukunft und bin sehr froh, dass eben eine Firma wie Aral, die jetzt ja eigentlich Benzin verkaufen möchte primär, tatsächlich gesagt hat, wir bauen die Zapfsäulen ab, weil hier standen ja offensichtlich Zapfsäulen, das sieht man an den Spuren von diesen Säulen, dass sie wirklich abgebaut haben, gesagt haben, wir stellen hier die Zukunftsmobilität zur Verfügung. Richtig, ne? Aral ist nicht die Einzige, die das macht, Shell macht das auch schon. Richtig, ja, habe ich auch gehört. An der B7 gibt es eine Richtung, Shell macht es schon, Jet überlegt, die werden das auch machen, nur bei Shell ist es nicht so schön wie hier, sie haben kein Dach. Ah, okay, die stehen im Freien. Ja, das ist das meiste. Das häufig stelle ich die dann an die Seite. Ja, okay. Sie stehen dann so im Regen. Ja. Ja, also hier ist es sehr konsequent gelöst. Sehr komfortabel gelöst. Ja. Wie ist die Bezahlung hier? Wie können Sie jetzt die Ladung freischalten? Im Moment ist das noch kostenfrei. Ah, aber bitte nicht weiter erzählen. Das haben nämlich alle. Die werden das aber jetzt in Kürze umstellen. Ja, okay. Dann wird das bezahlt. Und dann der Preis ist noch nicht ganz raus. Mhm. Ich schätze mal, es wird so um die 38 Cent liegen. Also nicht so teuer wie Ionity an den Autobahnen. Ja. Ja, das ist wirklich ein Leid. Schön wäre, wenn da noch ein Typ-2-Stecker dran wäre für Renault Zoe. Die kann ja mit 43 kW laden, also im Prinzip genauso schnell wie der E-Up, nur im rechten Strom. Das wäre natürlich jetzt noch das Nonplus Ultra, wenn das dabei wäre. Schade ist natürlich, dass die andere offensichtlich kaputt ist. Die ist vor kurzem erst kaputt geworden. Ah, okay. Ja. Ich habe dann Majoral angerufen, weil ich ja hier regelmäßig lade. Der hat ja nur eine Kapazität, der hat nur 18 Kilowatt. Ja, okay. 18 Kilowatt Akku, das heißt, es ist wirklich nur. Das ist der ältere E-Up also. Ja, das ist der ältere, aber das ist das Schönere, finde ich. Ja, das sagen Sie meiner Frau nicht. Sie hat den neuen E-Up bestellt, den kriegen wir. Der neue E-Up hat den Vorteil, dass er ungefähr doppelt so viel Reichweite hat. Eine Frage noch. Haben Sie denn auch das Angebot hier schon genutzt, ich sag mal, während der Ladezeit, man nimmt das ja gerne Ladeweile zu verbringen, dort in einem Shop einen Kaffee zu holen? Ja, nur im Moment kann man kann nicht rein, man muss es sich holen und dann reinsetzen. Ja. Aber ansonsten machen wir das eigentlich häufig. Ja. Sehr gut. Ja. Also das ist ein Pluspunkt auch für den Verkauf von dort. Mhm. Dass man sich dann, was weiß ich, einen kleinen Snack holt, ein Cappuccino. Und es ist besser hier als im Lidl. Mhm. Ja, das stimmt. Weil im Lidl gibt es ja keine warmen Getränke. Ja, richtig. Also wir sind sehr zufrieden auch mit der Tanke hier, mit der Lademöglichkeit und auch mit dem E-Auto. Ja, finde ich großartig, dass wir hier direkt jemanden treffen, der frisch in der E-Mobilität ist und man sofort merkt, dass der brennt für die Sache. Ne? Der ist gerade erst frisch dabei und ist schon angezündet. Und daran sieht man halt, wer keine Garage hat, keinen Ladeplatz zu Hause, der klemmt sich halt hier für 20, 30 Minuten dran und hat dann die Mobilität für die nächsten Tage wieder drin. Das ist auf jeden Fall ein Modell, was Schule machen muss. Mit modernen Elektroautos geht es natürlich alles noch viel besser, weil viel schneller. Man muss seltener zu solchen Tankstellen hinfahren und kann dann trotzdem seine Mobilität ohne große Umwege sozusagen bewältigen. Wir wollen aber jetzt mal so ein bisschen drauf kommen, was hat eigentlich das Jahr 2020 noch so für uns gebracht? Wie haben wir unsere Ziele erfüllt? Daher mal ein paar kleine Zahlen. Wir haben tatsächlich unsere Abos um 5.000 steigern können.
von 7.700 Anfang letzten Jahres auf jetzt 12.152. Und da vielen herzlichen Dank an euch, die alle den Abo-Knopf gedrückt haben und uns helfen, weiter zu wachsen und zu motivieren mit Abos. Motivation. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Ne? Richtig. Ich freue mich immer. Ich gucke jeden Tag, wie viele Abos wir haben. Ja. Und ich freue mich jedes Mal. Ich auch die ganzen Kommentare. Vielen herzlichen Dank also an euch, dass ihr diesen Kanal so möglich und ausmacht und uns damit motiviert. Wer jetzt noch nicht abonniert hat, weiß, was er jetzt tun sollte. Ja, wir schaffen es leider nicht mehr, alle Kommentare zu beantworten. Ne? Nee. Irgendwann funktioniert das nicht mehr. Ich versuche das, aber ich schaffe das einfach nicht mehr zeitlich. Ja. Das hat nichts mit mangelnder Wertschätzung zu tun. Nein. Gar nicht. Nein, absolut nicht. Aber das Schöne, was wir halt immer sehen, dass hier in den Kommentaren ihr euch natürlich auch gegenseitig Fragen beantwortet. Und so soll es ja auch sein. Wir als Community müssen da zusammenhalten. Ja. Wir haben 75 Videos veröffentlicht, das habe ich vorhin schon gesagt. Ein paar Szenen daraus habt ihr schon gesehen. Das ist genauso viel wie das Jahr davor. Wir haben 1,1 Millionen Aufrufe im letzten Jahr gehabt, in 2020. Was tatsächlich eine Steigerung um über 30% ist zum Vorjahr mit derselben Anzahl der Videos. Was ein schöner Erfolg ist, Millionär zu sein, also zumindest Aufrufmillionär. Leben kann man von dem YouTube-Kram leider nicht. Ein Wort noch zur Sonnenenergie. Ich gebe ja auch mal so ein bisschen einen Einblick, was wir so an Strom erzeugt haben, weil Elektroautos sind ja nur ein Thema. Dazu gehört auch nachhaltige Stromerzeugung. Und da haben wir, wie das Jahr davor eigentlich auch, das war kaum Unterschied, 9.700 Kilowattstunden gemacht, also fast 10 Megawattstunden Strom erzeugt. Dank der Tesla Powerwalls, die Videos verlinke ich hier nochmal für euch, haben wir unsere Eigenverbrauchsquote, also unsere Autarkie, muss man sagen. Der Autarkiegrad ist von, ich glaube, damals 23%, jetzt hochgegangen auf 60%. Das ist nicht schlecht. Wir sind also zu 60% autark. Ich habe ja gehofft, wir schaffen die 70. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir es nicht geschafft haben, möglichst wenig nachts zu laden, weil wenn wir deinen Smart an die Ladestation anhängen nachts, dann geht natürlich dann locker 17 Kilowattstunden raus, die wir dann bei vielen Tagen halt nicht im Akku haben, dann doch wieder aus dem Netz ziehen. Ne? Das heißt, da muss man ein bisschen gucken, dass wir... Ist das ein Vorsatz für dieses Jahr? Ja, das müssen wir mal gucken. Ich habe ja vor, Ladestationen zu installieren und wenn wir da mit Überschussladung was einrichten, dann kriegt man es vielleicht ein bisschen besser hin noch. Kernproblem wird aber bleiben, nachts zu laden, damit man morgens wieder ein volles Auto hat, ist halt genau der Killer an der Stelle, glaube ich. Ja, das sind so die Zahlen, die ich immer einfließen lasse in die Neujahrsvideos. Jetzt kommen wir zu dem Highlight. Was haben wir uns eigentlich vorgenommen letztes Jahr? Was haben wir davon geschafft umzusetzen? Und vor allen Dingen, was nehmen wir uns für dieses Jahr vor? So, im Auto ist es dann auch schön leise für euch. Ich wette, die Verbrennergeräusche hier an der Tankstelle, die ja dann doch noch primär, also die dominieren sozusagen, die stören natürlich ganz schön. Wir sind noch an der Hauptstraße. Es wird Zeit, dass alle elektrisch fahren, dann ist es mucksmäuschenstill in der Stadt. Es gibt ja einen Fußgängerwarnton, der mir aufgezwängt wird für mein E-Ab. Ja, da finden wir Lösungen mit dem Seitenschneider. Okay, kommen wir also zu den Vorsätzen. Ich hatte mir vorgenommen, mehr Sport zu machen wie die Jahre zuvor. Das Besondere ist, im letzten Jahr habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe es geschafft, sehr nachhaltig und sehr regelmäßig Sport zu machen, nämlich zweimal die Woche. Immer montags morgens und donnerstags morgens vor der Arbeit. Mich eine halbe Stunde auf das Fitnessrad zu setzen und bei hohem Puls nass geschwitzt zu treten sozusagen. Und anschließend dann nochmal so 10 bis 15 Minuten Krafttraining zu machen, also was wie Liegestütze und Push-Ups. Push-Ups, sagt man das so? Push-Ups und Sit-Ups. Ja, Push-Ups machen ist auch nicht schlecht. Ausziehen ist aber besser. Nein, Spaß beiseite. Sit-Ups zu machen, nicht Push-Ups. Liegestütze und Hanteltraining und solche Sachen halt nochmal zu machen. Ein bisschen Krafttraining. Und das hat mich tatsächlich unterstützt dabei, 12 Kilo abzunehmen. Ich habe 12 Kilo letztes Jahr abgenommen. Leider in der Adventszeit bzw. Weihnachtszeit sind wir 3 Kilo dazugekommen, aber die purzeln jetzt im Januar wieder runter. Da weiß ich, habe ich den Plan schon auf dem Schirm, weiß was genau, was zunimmt, machen muss. Was man schnell ab. Richtig. aber ja, gut. Bin sehr, sehr stolz auf dich. Ja, ich auch auf mich. Das hat echt gut funktioniert. Schattenseite ist allerdings, ich muss eine Menge Klamotten neu kaufen, weil mir echt, ich habe eine komplette Kleidergröße verloren. Boah, der Nino, richtig traurig. Shoppen gehen, ja, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Schöne neue Klamotten kaufen, ist echt sehr unangenehm.
Was habe ich mir noch vorgenommen? Ein Studio-Setup zu Hause einzurichten im Büro, also im Arbeitszimmer. Das ist fast fertig. Das ist uns auch gelungen. Wir haben also eine Schrankwand gekauft und so eine kleine Lounge-Ecke, wo man drauf sitzen und dann auch Videos drehen kann. Schreibtisch schön beleuchtet etc. Das habe ich also alles hingekriegt. Das ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch ein bisschen... Wir sind noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch ein bisschen Dekokram, ein Bild an der Wand oder ein Regal, wo noch ein bisschen was fürs Auge dran ist, dass die Kamera im Hintergrund was Nettes zeigt. Aber das ist weit gediegen, fast fertig. Denn wir wollen ja auch in dem Büro dann drehen können. Jetzt in der Winterzeit ist es eh immer schwierig, draußen zu drehen. Es ist immer dunkel. Und dafür soll dieses Studio-Setup, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, soll dann dafür dienen, dann auch dort mal Talking-Head-Videos zu machen, wo man jetzt nicht groß was zeigt, so wie hier an der Tankstelle, sondern wo man mal grundsätzliche Dinge diskutiert, wo es dann einfach einfacher ist, dann im Büro-Setup, im Studio-Setup zu sitzen und da dann Themen zu besprechen. Der dritte Themenblock war das Thema Smart Home und zwar der Austausch des alten Innogy-Setups bei mir zu Hause gegen HomeKit-kompatibles Zubehör und das habe ich tatsächlich erstaunlich weit gebracht. Corona hat da ein bisschen geholfen, weil man natürlich wenig unternehmen konnte, kein Urlaub, das heißt, das macht dann ein bisschen Geld frei sozusagen und vor allen Dingen aber auch ist es halt ein Zeitthema, man sitzt zu Hause rum, kann nicht essen gehen, weil die Restaurants geschlossen sind, solche Dinge, dann kann man sich zu Hause damit beschäftigen, es schön zu machen. Der eine stellt halt Dekokram auf und ich habe mich... Jetzt guck mich nicht so an, als hätten wir so viel Dekokram. Nein, ich wollte jetzt keinen Vorwurf machen. Mhm. Ich wollte nur sagen, der eine Mensch, also Menschen allgemein, nicht du persönlich, die machen sich halt schön renovieren vielleicht oder stellen eben Dekorationssachen hin oder solche Dinge. Und wir haben halt uns dazu entschieden, also ich habe mich dazu entschieden, mehr Smart Home dann auf HomeKit-Basis zu implementieren und habe fast alles an Innogy rausgeworfen. Und das ist tatsächlich fast fertig. Es hat auch dazu geführt, hier einige Videos im Kanal zu machen über das Thema HomeKit-Zubehör. Ich hoffe, ihr fandet das bisher interessant. Da soll natürlich noch mehr folgen. Ich habe so einige Videos schon auf Halde, die ich noch schneiden muss, wo ich euch also das Thema näher bringe. Und ja, das ist fast fertig. Ein paar Sachen fehlen mir noch, die nicht lieferbar sind. Und somit habe ich meine Neujahrsvorsätze echt gut und ja, fast vollständig erfüllt. Wie sind denn deine Neujahrsvorsätze gewesen? Was hast du dir vorgenommen? Ich hatte ja, glaube ich, gar nicht so viel. Ne? Ich hatte nur einen und der war, ich glaube, mehr auf mich selber zu achten, auf uns zu achten und daran zu arbeiten, Nein zu sagen und so ein bisschen mich innerlich zu verändern und so. Und ich glaube, ich bin ein bisschen gescheitert. Finde ich gar nicht. Ich finde schon. Ich meine, ich habe es versucht. Ich habe fast jeden Tag meditiert und solche Dinge, aber... Das Jahr hat mir ganz schön einen reingehauen. Ja, aber das muss man erstmal schaffen. Ja, das stimmt. Aber auch das Ergebnis ist nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Auch wenn mir das viel gebracht hat. Aber vielleicht wäre das Jahr noch schlimmer gewesen, wenn ich das nicht geschafft hätte oder nicht gemacht hätte. Ne? Das Jahr hat mir ganz schön einen reingewirkt. Aber ganz ehrlich, Leute, 2020 ist auch ein Riesenarschloch, oder? Also ich weiß nicht, es ist nicht alles schlecht gewesen. Nee, aber es waren ganz viele Dinge auch total gut und... Ich bin auch für Sachen dankbar, für die ich früher wahrscheinlich nie so dankbar gewesen wäre. Ne? Man hätte auch Sachen, die wir nie so gemacht hätten. Also ich meine, wir haben ja gestern Silvester verbracht. Oh, ja? Das war cool. Das war schön. Wir haben auf dem Bio-Supermarktparkplatz mit ganz lieben Freunden uns spontan eine Flasche Sekt geholt, also Piccolos, und haben auf ganz weit Entfernung angestoßen. Und das ist halt spontan entstanden. Das hätte man nie gemacht. Das war aber cool und es war total entspannt. Und ich bin ja dankbar für, dass man sowas machen kann und dass wir... Ja, dass man sowas zu schätzen weiß, oder? Ja, und da muss man ja mal einhaken. Es war scheißkalt. Ja. Es hat geregnet, also leicht genieselt. Ja. Und wir standen da mit der lieben Vero und dem lieben Michael, Mr. und Mrs. X, ja, standen wir da auf diesem Parkplatz und haben 2 Stunden, glaube ich, da gestanden, uns unterhalten und was getrunken. Ja, weil wir treffen uns halt nicht mit Leuten drinnen im Moment. Und das ist dann so entstanden und das war schön und das ist wertvoll. Und ich glaube halt auch, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass die Welt das gebraucht hat, was passiert ist, weil dafür sind zu viele schlimme Sachen passiert durch das Virus. Aber ich glaube halt, dass so ein Runterfahren auch wichtig und wertvoll war. Aber mich hat das in dem gebremst, was ich mir vorgenommen hatte im letzten Jahr. Mhm. Deshalb ist mein Neujahrsvorsatz leider gescheitert. Und ich nehme mir den gleichen wieder vor. Ja.
Naja, du wirst dir neue Werkzeuge suchen, die dir dabei helfen, das zu erreichen. Ja. Und hoffentlich ist Corona dann auch vorbei. Jetzt gehen ja die Impfrunden los und ich hoffe, dass ich das Thema sich damit erledigt. Ich habe ja schon gesagt, ich werde ja eh erst geimpft, wenn die Herdenimmunität sowieso schon da ist. Ja. Nein, Quatsch. Sobald die Möglichkeit besteht, lassen wir zwei uns impfen. Wir wollen keine Impfdiskussion hier. Nein. Aber wir zwei lassen uns impfen, sobald es möglich ist. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Genau. Wir machen das. Okay, ja, das ist eine gute Sache, dass du dir das dann wieder neu vornimmst, einen neuen Anlauf nimmst, nicht aufgeben. Das ist ja bei mir mit dem Sport auch so gewesen. Ich habe das auch jahrelang mir vorgenommen. 7 oder 8 Jahre lang oder so. Und aufnehmen. Im letzten aufgeben Jahr ist nicht. Hat mir Corona tatsächlich dabei geholfen. Das ist eine gute Sache, die durch Corona entstanden ist, dass ich die Muße und den Weg und den Zugang zu Sport gefunden habe und den irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Und zwar so, dass Corona... Ja, dadurch, dass ich im Homeoffice war, war ich halt super flexibel und konnte einfach irgendwann mitten am Tag entscheiden, so jetzt mache ich Sport und dann gehe ich duschen. Und das war mir immer ein riesen Angang, das irgendwie anders in den Tag zu integrieren, vor allen Dingen vor der Arbeit. Ich bin ja so ein Morgenduscher und ich hasse es, abends zu duschen. Und zweimal am Tag duschen ist auch nicht gut, auch für die Haut und so. Und deswegen habe ich diesen Weg da reingefunden, dann einfach am späten Vormittag Sport zu machen im Homeoffice und meinen Tag so drumherum zu planen. Jetzt, wo dann Homeoffice phasenweise vorbei war und ich im Büro war, habe ich dann, weil ich in diesem Rhythmus schon drin war, viel leichter es geschafft, dann einfach früh morgens um 7 Sport zu machen. Ja, was vorher für mich unvorstellbar war. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt halt nicht um 11 Sport oder um 10 oder so, sondern ich schiebe das einfach nach vorne, weil verzichten möchte ich darauf jetzt auch nicht mehr. Und das hat mir einfach geholfen. Das hat mir geholfen, diese unlösbare Aufgabe, morgens um 7 Sport zu machen, zu erfüllen. Okay, ja, was wir nicht geschafft haben, war den Julius Award zu gewinnen. Das war ja so kein richtiger Vorsatz, weil da war es zu dem Zeitpunkt schon intern entschieden. Wir wussten nur das Ergebnis noch nicht. Den Julius Award haben wir nicht geschafft, ist aber nicht so schlimm. Der Kanal ist für uns aus unserer Wahrnehmung heraus sehr erfolgreich und das freut uns sehr. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich mir denn für dieses Jahr vornehme. Du hast es ja gerade schon gesagt. Folgendes, und zwar möchte ich mal wieder mehr Vlogs und Livestreams machen. Ah, cool. Weil Vlogs sind echt untergegangen. Wir haben nur 3 Vlogs gemacht. Ja, aber man muss ja auch mal sagen, was haben wir denn im letzten Jahr unternommen? Ja, also trotzdem kann man Vlogs machen. Ja, ja. Auf dem Supermarktparkplatz im Regen geht das auch. Wir können uns filmen, wie wir auf der Couch sitzen zu Hause. Ich kann dich auch filmen, wie du Sport machst. Also mich beim Sport filmst du nicht. Nee, besser nicht. Aber das ist halt schon ein bisschen einfach der Situation geschuldet gewesen, ne? Ja, macht ja nichts. Aber wir fahren ja zu dem coolsten Ladepark in Deutschland oder in der Umgebung, wenn ihr uns einen schönen schreibt, da machen wir einen Vlog von. Der muss schon cooler sein als Seed & Greed. Das ist schon schwierig, aber wir gucken uns den an. Nein, das finde ich auch. Vlogs machen finde ich auch schön. Ja, also ich will es jetzt nicht übertreiben, weil ich weiß, viel von euch interessiert das nicht, aber so manchen dann doch. Und 3 pro Jahr finde ich halt dann doch irgendwie zu wenig. So das kann man sicherlich auf 6 hochdrehen, ja, dass man so irgendwie alle 2 Monate vielleicht mal einen Vlog macht. Schön. Was ich mir vorgenommen hatte mal irgendwann, ist mehr Livestreams zu machen. Da hatte ich auch mal eine Umfrage hier im Kanal. Die Livestreams finde ich ganz furchtbar anstrengend. Die gemischt waren, ja, weil du sie immer Korrektur liest, ne? Ja, weil ich die Korrektur lese und weil ich einfach seit diesem einen komischen so eine Angst davor habe. Ja, das war vor ziemlich genau einem Jahr, hatten wir sehr negative Erfahrungen im Livestream, dass wir da geflutet wurden mit rechtsradikalen Spammern und so. Das war nicht so schön, aber das passiert Gott sei Dank ja nicht jedes Mal, sondern da haben wir einfach Pech gehabt. Aber Livestreams wollte ich eigentlich mal so alle 2 Wochen oder spätestens einmal im Monat machen. Das habe ich nicht geschafft und das möchte ich mir für dieses Jahr vornehmen. Doppelt so viele Vlogs, also ungefähr 6 Vlogs pro Jahr und vielleicht einen monatlichen Livestream. Das wäre so mein Vorsatz. Was ich mir ansonsten noch vorgenommen habe, ist, mehr Freunde zu treffen. Das ist natürlich Corona-bedingt, war das sehr, sehr, sehr schwer. Wir machen voll das Partyjahr. Genau. Ich möchte, dass wir mindestens einmal im Monat uns Freunde nach Hause einladen. Also nicht nur treffen und irgendwo. Das kriegt man noch irgendwie ganz gut hin. Ich möchte Leute bei uns zu Hause im Garten sitzen haben, zusammen grillen, Feuerchen anmachen an der Feuerschale. Weißt du, so was Schönes machen, was für die Seele. Und Freundschaften pflegen ist unheimlich wichtig. Und das leidet bei mir bei Stress und bei viel Arbeit mit YouTube und Büroarbeit und allem Möglichen, was man so um die Ohren hat, leidet das immer wieder. Und das möchte ich ändern. Das finde ich schön. Ja.
waren viele schöne kleine Momente dieses Jahr, ne? Ja. Die das so gezeigt haben, wie wichtig das ist, dass wir das. Genau, und das möchte ich mehr. Müssen. Das möchte ich mehr haben. Machen wir mehr. Und das nicht immer hinten anstehen lassen, ja. Weil man sagt, okay, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt habe ich ein YouTube-Video gemacht, jetzt bin ich müde. Nein, ist egal, müde gibt's nicht. Zack, Freunde einladen und die Zeit genießen, weil das dann immer schön. So, das ist der zweite Vorsatz. Der dritte Vorsatz ist, mehr nachhaltige Klamotten konsumieren, also kaufen. Natürlich werden jetzt viele sagen, am besten kauft man gar keine Klamotten, kauft sie im Secondhand-Handel. Oder, das macht Danica tatsächlich regelmäßig. Oder aber einfach gar keine kaufen, sondern das nehmen, was man hat, solange es nicht kaputt ist oder es reparieren. Da bin ich, so weit bin ich noch nicht, ja, gib mir noch ein bisschen Zeit. Nee, das muss ja auch nicht. Das muss ja nicht jeder alles machen, kann man ja sowieso nicht. Nee. Man muss sich ja wohl fühlen. Richtig, und ich fühle mich wohl, wenn ich gut gekleidet bin, das ist irgendwie, da habe ich ein Faible für, ich kleide mich gerne mit Mode, die aktuell ist. Wichtig dabei ist mir aber in Zukunft, das möglichst nachhaltig zu machen, also Fairtrade, Bio-Klamotten mit Recycling-Anteil, ja, solche Sachen. Und da habe ich schon eine meiner Lieblingsmarken gefunden, die das tatsächlich zunehmend tut. Und das ist Marco Polo. Die trage ich sehr gerne, die Sachen. Und die haben erstaunlicherweise in den letzten Monaten, in den letzten 18 Monaten, würde ich mal so grob schätzen, fast alles, also nicht alles, aber sehr, 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 sehr viel umgestellt auf eben ökologische Klamottenproduktion. Ja. Die legen da sehr viel Wert drauf. Da ist viel Ökotex 100 zertifiziert. Viele Klamotten mit Recyclinganteil und so. Und da, das ist genau mein Ding und da bin ich sehr froh drüber. Unsere eigene Kollektion, ich trage ja heute hier auch unser eigenes T-Shirt, lasst uns zusammen die Welt retten. Auch Ökotex 100, Fairtrade, biologisch, ohne Tierversuche hergestellt etc. CO2-neutral transportiert und so weiter. Und ich freue mich, dass ein großes Fashion-Label das auch jetzt tut. Ja, dass ihr jetzt nicht unbedingt unseren Merch kaufen müsst, was natürlich sehr begrüßt wird an dieser Stelle, weil ihr unterstützt den Kanal damit und macht es möglich, dass mehr Videos in Zukunft gemacht werden können und stressfreier vor allen Dingen. Das wäre so das, was ihr dann auch wieder zurückbekommen könntet. Nein, das müsst ihr nicht zwangsläufig, sondern es gibt mittlerweile zunehmend am Modemarkt Labels, die da sehr viel Wert drauf legen, weil die Kunden darauf Wert legen. Und das finde ich sehr, sehr gut und wichtig. Ich möchte da mehr Wert drauf legen und mich dann auf diese Marken, die das bieten, auch konzentrieren und nicht mehr den falschen Marken sozusagen mein Geld geben. Das ist so mein dritter Vorsatz. Da ziehe ich mit. Da ziehst du mit? Hm. Ja, sehr gut. Das kannst du mal sehen. Ja, das war unser Neujahrsvideo mit Einblicken vom letzten Jahr, mit der Überarbeitung dessen, was wir uns vorgenommen haben, was wir geschafft haben, was wir nicht geschafft haben, was wir uns wieder vornehmen oder erneut oder zusätzlich vornehmen, jetzt in meiner Position. Und vor allen Dingen haben wir gesehen, Aral, es tut sich was. Eine Tankstelle, die Zapfsäulen aufbaut und Schnellladestationen aufbaut, ist ein Signal, was jetzt ganz kurz vom Jahreswechsel hier aufgebaut wurde. Was für mich bedeutet, das Jahr 2021 ist das Jahr, wo die Elektromobilität richtig steil geht. Ja? Das Ende von Corona hoffentlich, das Start in die Masse, in die Breite, dass wir also nicht nur noch bei 10% Neuzulassung elektrisch sind, sondern dass wir, ich weiß nicht, vielleicht in Richtung Ende des Jahres schon bei 20% sind, dass wir also erneut eine Verdopplung schaffen, das wäre sehr, sehr gut. Das kann sich die E-Mobilität vornehmen, das könnt ihr euch vornehmen, die ihr noch nicht elektrisch fahrt. Wollen wir das nochmal wetten? Fahrt elektrisch. Wir haben ja, also ich grätsche jetzt mal zwischen, wir haben mit ein paar Freunden aus der Elektromobilität gewettet, wie viele Neuzulassungen es gibt. Und ich finde, wir sollten das hier machen. Ich finde, die sollten das in die Kommentare schreiben, unsere Zuschauer, und schätzen, wie viele elektrische Neuzulassungen es in diesem Jahr geben wird. Und jetzt müssen wir nur noch überlegen, ob wir es inklusive oder exklusive Hybridfahrzeuge machen. Weil das müssen wir sagen, weil wir machen ohne. Ja, wir machen ohne. Rein wir elektrisch. Machen ohne, rein elektrisch. Schreibt in die Kommentare, wie viele Neuzulassungen schaffen wir dieses Jahr. Rein elektrisch. Rein elektrisch. In 2021. Ich würde sagen, wir knacken die 20%. Also wir. Boah, nee, du musst eine Zahl sagen. Ich keine Prozent. 20,1. Nee, nicht Prozent. Wie viele? Ja, das ist schwierig, Schatz. Ja, aber das haben wir immer gemacht. Ja, das ist aber schwierig. Okay, wir machen es nicht. Du sagst 20,1, ich sag weniger, ich glaube das nicht. Ich sage 15,4. 15,4% der Neuzulassungen rein elektrisch bis zum Ende des Jahres. Mhm. Ja, ich sage 20,1. Du hast schon gesagt, 20,1. Genau, ich sage, nicht. Nein, ich will Diana auch nicht zurück. Und Stefan, was sagt ihr?
Genau. Schreibt das in den Kommentaren. Lasst uns vor allen Dingen zusammen die Welt retten. Gerne mit Elektroautos, auch wenn man keine Garage hat. Dann kann man auch gut öffentlich laden, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, eine kleine Zeitung liest, E-Mails aus dem Büro beantwortet oder hier im Shop der Tankstelle einfach einen Kaffee zu sich nimmt oder ein Brötchen holt oder sowas. Das unterstützt dann auch die Lokation und macht dann das attraktiver, dass sich solche Ladeparks, Tankstellen, Ladedings, Parks, Bums, vermehren sozusagen. Die sollen ja für sich vermehren und das wollen wir alle. Und von daher vielen Dank, dass ihr dem Kanal so treu wart im letzten Jahr, dass ihr uns begleitet habt und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Wir danken euch. Passt auf euch auf, wir danken euch. Bleibt gesund. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das war im letzten Jahr noch mal viel wichtiger als sonst. Das war uns überhaupt nicht bewusst davor. Man konnte sich das nicht vorstellen, was kommt. Richtig. Genau. Und feiert, sobald man wieder darf, tanzt, umarmt eure Freunde und Liebsten. Ja, genießt das Leben. Genießt das Leben. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Und jetzt stehen wir an der Aral-Tankstelle. Was für ein Aufstieg. Wie früher. Wir stehen an der Tanke, wie früher. Oh Gott, aber wir waren nicht an der Aral-Tankstelle. War das eine Shell-Tankstelle? Natürlich, war das eine Shell-Tankstelle. Und da haben wir unsere Jugend verbracht. Wir haben unsere Jugend verbracht und wir haben nachts da Schokobrötchen gekauft. Nachts um vier. Nachts um vier, nach der Disco. Ja, das war aber vielleicht kriege ich auch vom Roland mal nachts ein Schokobrötchen. Dann vergesse ich das einfach. Das kriegen wir geregelt. Roland, wir kommen nachts um vier vorbei und wollen Schokobrötchen essen.